Ich weiß, viele von euch haben zu Hause kein eigenes Schlagzeug stehen, sondern üben am Practice Pad, aus welchen Gründen auch immer. Heute zeige ich euch Übungen, die ihr an eurem Pad üben könnt, und wenn ihr dann wieder an euer Schlagzeug kommt, könnt ihr Grooves wie diesen spielen. In diesem Video zeige ich euch 4 verschiedene Stickings, die ich in meinen Grooves immer wieder benutze. Und diese Stickings sind perfekt, um sie in Grooves einzubauen, denn wir haben immer den Backbeat auf der 2 und 4 mit links, was uns ermöglicht, Rhythmen zwischen der Ride und der Hide und der Snare zu spielen. Und für diese Übungen werden wir jeden Pattern 8-mal wiederholen, also 2 ganze Takte. Und ich empfehle euch, wenn es möglich ist, jede Hand auf einem anderen Instrument zu üben. Also zum Beispiel mit einem Pad, was ich hier habe, spiele ich an verschiedenen Stellen, um die einzelnen Rhythmen der Hände zu hören. Das hilft euch später weiter, wenn ihr schon mal hört, wie das Ganze klingt. Und hier sind die Stickings. Wenn für euch diese Stickings neu sind, dann lernt sie erstmal einzeln und zählt am besten immer 1i und die, 2i und die, 3i und die, 4i und die mit, also 16. Und ganz wichtig für den Spielfluss ist auch, dass ihr euch mal darauf konzentriert, dass die Stockspitze immer in Bewegung ist, egal welche Hand, und alles in der gleichen Höhe gespielt wird. Und das erfordert richtig viel Kontrolle. Nach einer Zeit spielt dann bei der 2 und 4 immer einen lauten Schlag, also einen Downstroke. Noch ein paar Infos zur Technik. Versucht den lauten Schlag, also der Downstroke bei der 2 und 4, immer sehr weit unten stehen zu lassen. Also dieser Schlag, oder besser gesagt die Stockspitze, sollte möglichst weit unten stehen bleiben, damit man schön leise weiterspielen kann. Macht euch auch klar, wann ihr immer einen Upstroke spielt. Ein Upstroke ist ein leiser Schlag, der einen lauten vorbereitet. Und lasst unbedingt die Finger bei den Doubles geschlossen, also immer aus den Handgelenken spielen, damit es schön plastisch wird. Eine gute Übung dafür ist, diese Stickings auch mal so zu üben, damit unser Handgelenk trainiert wird. Wer da mehr darüber wissen möchte, sollte sich mal meine Videos zum Bewegungsplan oder den einzelnen Techniken ansehen. Ich verlinke sie euch am Schluss. Okay, wir fangen mal langsam an mit dem Tempo 60. Okay, dann geben wir ein wenig Gas, Tempo 70. Jetzt 80. Thank you.
und zuletzt 90. So, das nächste, was wir machen, wir setzen jetzt eine Beistung hinzu. Haltet sie anfangs einfach und ihr könnt das Ganze auch auf dem Boden üben. Also ihr braucht keine Fußmaschine oder noch ein zusätzliches Pad, spart euch das Geld. Wer natürlich ein Set zu Hause hat, kann das auch gleich am Schlagzeug üben. Ich habe euch natürlich auch wieder ein PDF mit den ganzen Stickings zusammengestellt und ein paar Groove-Variationen dazu geschrieben, die ihr euch auf meiner Tippi-Seite herunterladen könnt. Und wenn ihr dieses Video hilfreich findet, lasst ein Abo und ein Like da. Schreibt mir mal, wie ihr diese Grooves so findet oder ob ihr sie schon anwendet. Ich benutze sie sehr oft, wenn ich für mich selber rumjamme. Aber um da frei improvisieren zu können, ist es wichtig, dass ihr euch selber die Zeit gebt, um das Ganze zu verinnerlichen. Und wenn das passiert ist, dann könnt ihr zwischen den einzelnen Stickings hin und her wechseln oder an verschiedenen Bass-Variationen arbeiten. So, und jetzt gehen wir an unser Schlagzeug. Und so habt ihr ein paar Übungen, wo ihr dann am Schlagzeug klingt, wie ich es am Anfang vorgespielt habe. Und wenn du jetzt Probleme hast, die Dame sauber auszuführen oder auf Tempo zu bringen, kann es sein, dass du noch etwas an deiner Technik arbeiten musst. Dazu kann ich dir mal diese Videos von mir empfehlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.